Ich habe in dieser Folge einfach ein mysteriöses Buch erhalten. Von wem ist es, verrate ich euch gleich, aber in diesem Buch wird eindeutig Tobis Kopf verlangt. Dieses Video hat jetzt insgesamt auch 2 Tage gebraucht, komplett aufzunehmen. Also es steckt mal wieder sehr, sehr viel Mühe drin. Und da stellt sich nur eine Frage, kann ich es schaffen, Tobis Kopf zu bekommen? Denn so erfahren wir auch endlich mal, was auf seiner Rüstung alles eigentlich drauf ist. Aber kommen wir jetzt erstmal wieder zurück und schauen, was in dem Buch drin stand. Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und es geht direkt sofort los, Freunde. Ich wollte gerade ganz normal zocken, ein bisschen farmen, dies, das, auf der YouTuber-Insel. Und ihr seht schon in meinem Inventar, da ist einfach ein Buch drin. Und ihr werdet es nicht glauben. Und mich hat das komplett verrückt gemacht. Ich weiß nicht, woher das Buch kommt. Ich weiß nicht, warum ich dieses Buch habe. Ich habe es aber noch nicht geöffnet. Ich habe nur den Titel und den Namen gelesen. Und ihr werdet nicht drauf klarkommen, von wem das geschrieben worden ist. Ich bin selber schockiert gewesen. Ich habe gerade 5 Minuten mich sammeln müssen. Locker. Bevor ich jetzt die Aufnahme angemacht habe. Freunde, wirklich. Ich weiß nicht, was auf einmal los ist. Ihr kennt doch meinen Spruch. Mirror, Mirror, Schatauer, Mirror, erhöre mich. Bla, 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 ne? Ihr wisst Bescheid. Mirror, Mirror, Schatauer. Und jetzt passt mal bitte auf, von wem das Buch geschrieben ist. Von Schatauer. Was geht hier gerade ab? Deine Hilfe, Schatauer. Original. Das ist ein original signiertes Buch von Schatauer. Und ich dreh gerade hier ein bisschen durch. Das tut mir auch leid. Und dass ich euch direkt so überfalle, ohne eine grobe Einteilung, was hier in diesem Video passiert oder was ich jetzt vorhabe oder was ich machen will oder wie auch immer. Es ist einfach direkt bam, bam, bam. Deswegen tut mir leid, wenn es direkt so energisch losgeht. Aber ich glaube, ich tausche mal hier das Buch mit den 4 Geheimnissen auch aus. So, ich habe das einmal genommen. Sehr, sehr viele von euch übrigens in den Kommentaren. Ihr habt mir sowas von geholfen. Yo, Kiro, komm mal zu meinem Haus, bitte. Will was mit dir besprechen. Ich komme gleich. Okay, das ist interessant. Okay, genau, sehr viele von euch haben mir super gut geholfen. Ihr habt ungefähr die Seiten sehr gut zugeordnet. Und als ich das Buch nochmal durchgegangen bin, hat das alles auch Sinn ergeben. Aber ich würde sagen, wir lesen jetzt hier Deine Hilfe, geschrieben von Schatauer. Okay. Sei ein Freund in dieser Schlacht. Hilf mir, die Kraft, sie wird entfacht. Was ist das denn für ein Reim? Besorge Tobites Kopf geschwind. Behüte ihn, mein treuer Freund. Was geht denn jetzt auf einmal ab? Nicht für jetzt, doch für die Zeit, wo Macht uns alle wird befreit. So sei es, hör die Weisung klar, etwas Mächtiges naht, das ist doch wahr. Was? Was? Freunde, das ist gerade endgruselig. Das ist gerade endgruselig. Oh mein Gott. Wo packe ich das hin? Ich mache hier eine extra Schalker mit den 2 Büchern. Die darf niemand sehen. Wer ist Schatauer? Wer ist Schatauer? Ich habe das immer als Beschwörungszeremonie für Mira benutzt, dass sie herkommt und mit mir quatscht. Wer ist jetzt auf einmal Schatauer, Digga? Oh mein Gott. Ich gehe jetzt zu Tobi. Vor allem, ich soll Tobis Kopf besorgen? Ich meine, okay, mache ich. Safe, safe call. Aber ja, Moment. Das kann ich nutzen. Hallo, Tobi. Hallo, Kiro. Was geht? Also, ich habe gehört, ihr habt irgendwie am Wochenende so ein Rätselbuch bekommen. Freunde, den werde ich so richtig überführen. Ja, haben wir. Also, da warst du nicht da. Wir haben ein Rätselbuch von dir erhalten. Warum guckst du immer in die Richtung? Ja, also, hast du das vielleicht oder wer hat das von euch? Nö. Bro, was macht er hier? Ey, Kian, das ist viel zu oft. Du dummer Chicken Wing, Digga, was ist los mit dir? Ja, Kian, was willst du hier, Alter? Belauschst du uns oder so was? Dreh dich um und zeig mir deinen Nacken. Mann, oh Mann. Hier, guck. Okay. Ich bin als Begleitung für meinen Bruder am Tod. Ja, Kiro, weißt du sonst, wer das Buch von euch hat? Weil ich weiß nur, dass einer von euch das hat, aber nicht genau wer. Also zum einen, du brauchst auf Personenschutz, alles klar. Zum anderen, was würde es sich denn überhaupt angehen? Hier hast du ein Steak. Ich weiß nicht, da steht mein Name drauf. Ja, das heißt, du weißt doch, was der Buchinhalt ist. Du hast es geschrieben oder nicht?
Ich weiß noch nicht genau, welches Buch das ist. Ich war, als ich angerufen wurde, war ich irgendwo im Zug und man hat nichts gehört. Ich weiß nur, dass es das gibt. Stelle und hast 1000 Bücher verfasst auf der Insel. Naja, gut. Ich habe auf jeden Fall... Hier hast du eine Spaß beiseite. Spaß beiseite. Es sind locker 100 Bücher gewesen. Ja, ist sehr schön. Also, jedenfalls... Hier hast du ein Stück Holz. Ich kann... Kannst du erst mal aufhören damit, Alter? Das verwirrt mich voll Kianis jetzt. Lass ja, die Geschenke sein. Ey, hör auf ihn zu schlagen. Was willst du denn? Das ist meine Slap-Karotte. Ich schlag, wen ich will damit. Hey, auf damit. Hey. Okay. Wir nehmen dich jetzt. Wir sind bei meinem Haus. Ey, du hast mich hierher befordert, ja? Nicht, aber jetzt so Spaß beiseite. Hast du das Buch jetzt oder wer hat es? Also, chronologisch durchzugehen. Lil Snoopy, kennst du den? Der hatte das. Stopp. Ja. Wieso hatte er das? Guck mal, was redet der schon wieder? Das Abstand halten. Ey, das ist der Gerüst des Abstandes. Niemals. Okay. Abstand. Niemals. Das ist jetzt unser Verhandlungstisch. Leg den da hin jetzt. Verhandlungstisch. Ja, okay, Verhandlungstisch. So, eine Karotte kommt da jetzt drauf. Also, hau raus. Okay. Snoopy hatte das Buch. Allerdings wurde Snoopy von Beule gekillt, weil Beules Axt machthungrig oder seelenhungrig geworden ist oder bluthungrig. Keine Ahnung, Alter. Okay. Was? Und glücklicherweise hat Snoopy mir davor das Buch Sternbrunnen, Sonnenbrunnen, keine Ahnung, anvertraut. Von dir geschrieben. Von mir geschrieben? Ja, gibst du mir das dann? Gib ihm das mal zurück, Digga. Zufälligerweise ist mir etwas widerfahren vor ein paar Minuten. Was? Aha. Ein blindes Huhn findet doch mal ein Korn. Ja, genau, das wird sein. Horror, ja, du bist voll frech, Alter. Ich werde euch nicht erzählen, was es war, aber auf jeden Fall sind ein paar Umstände dadurch entstanden, dass ich deinen Kopf brauche, Tobi. Wie? Warte mal. Meinen Kopf brauchst du. Kannst du vergessen, Digga. Warum brauchst du meinen Kopf? Hey, mach mal jetzt nicht so auf Bodyguard, Alter. Was glaubst du, wer du bist? Bro, du kriegst deinen Kopf nicht, Digga. Das Einzige, was du kriegst, ist dein Ey, ich kann den mir auch gewaltsam holen. Josef dringt durch seine Rüstung durch. Die kann so OP sein, wie sie will. Ey, ich hasse Josef, aber iss erstmal ein bisschen Körner. Ja, danke schön. Das nehme ich sehr dankbar. Stimmt meine Vermutung ja sogar. Ist eine Rose. Mit der Rüstung. Ist eine Vermutung. Ist unwichtig, aber Hä? Aber ja, auf jeden Fall, also, wofür brauchst du meinen Kopf? Das geht dich wirklich nichts an, ja, das ist meine Angelegenheit. Aber wir können halt ein Tauschgeschäft machen. Besitzt du deinen Kopf? Also hast du schon mal deinen Kopf verloren, hast ihn selber auch wieder aufgesammelt? Ich besitze meinen Kopf, noch aus der Zeit, als ich Admin war halt. Okay, ja, da ist mir tatsächlich Sorgen gekommen, dass deine Übermütigkeit zu ein paar Fehler geführt haben, dass du deinen Kopf verloren hast. Hey. Achso, nee, ich hab den einmal Rhiney halt gegeben und sonst hatte ich den halt selber. Ja, genau, richtig. Also das heißt, du besitzt den. Ich besitze meinen Kopf, ja. Okay, das heißt, ich muss ihn mir nicht gewaltsam holen. Also schlage ich vor. Okay. Ja. Ja, bitteschön. Viel Spaß damit. Nein, nicht die Hühner. Lass Kian in Ruhe, Bro. Bro, hast du gesehen, was er gemacht hat? Er wird mir langsam zu frech. So. Also, ja, okay. Ich könnte dir das Buch geben, aber ich könnte mit dir auch an diesem Buch rumrätseln, ja, weil jeder hier will ja wissen, wie dieses Rätsel funktioniert. Ja. Das heißt, meine Bedingung besteht auf jeden Fall darin, dass ich möchte wissen, wie das Rätsel funktioniert, um natürlich einer der Ersten zu sein, und zwar als Höllenkrieger, wie die Lösung ist. Und im Gegenzug bekomme ich deinen Kopf. Okay, also du darfst dann miträtseln und bekommst den Kopf und ich bekomme dafür das Buch, oder was? Ja, richtig. Das kannst du komplett vergessen. Gern, komm mal kurz mit, wir beraten uns. Kannst komplett vergessen. Ja, ich hol gleich nochmal Josef. Fährt jetzt mal normal, Alter. Beruhig dich mal. Ist eine Runde Hammelfleisch. Ja, okay, mach ich. So, Freunde. Wir müssen strategische Ja, macht mal. Freunde. Ich glaube, Tobi hat tatsächlich den Kopf natürlich von seiner Admin-Zeit. Ich weiß das selber, dass das passiert ist. Allerdings denke ich auch mal, dass er diesen Deal eingehen will, weil es geht hier, wie gesagt, um Unheil 6 und ich belausche jetzt einfach mal. Alles klar. Okay, der Deal sitzt. Kiro, wo bist du? Ey, du ich bin hier, Alter. Ah, okay. Hallo. Kiro, pass auf. Ja. Ich habe mich überlegt, wenn wir das Rätsel lösen und da was finden, ja.
Du gibst mir das Buch, ja, ne? Dann gebe ich dir den Kopf aus meiner Enderkiste. Okay? Ich will aber zuerst deinen Kopf haben, dass ich eine Sicherheit habe. Nein, 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 nein. Kopf ist definitiv wertvoller als das Buch. Da mit Abstand. Hey, ist doof jetzt! Und du weißt, ich halte mal deinen Hund zurück, sonst kriegt hier niemand irgendwas. Wessen Schwert ist das? Warum ist mein Schwert weg? Du hast dein Schwert gerade gedroppt, ich hab das. Ey, ja. Wie ist denn das passiert? Also, wenn du deinen Hund nicht zurückpfeifst, dann war's das auch mit dem Rätsel. Haben wir uns verstanden? Ey, guck mal, ich sehe ein hübsches Chicken und ein hässliches. Das ist das Hübsche. Nein, nein, lass. Ja, das sind immer hübsche. Gern, wir sind gerade in diplomatischen Verhandlungen. Du brauchst jetzt keinen Streit anzufangen. Alles klar, das war für mich, was du da gerade gemacht hast, so wie so ein Kriegsansage. Was willst du damit sagen? Oh Mann. Das ist, glaube ich, ja, gleich Kiro, sehr ungemütlich. Kiro, steht der Handel jetzt? Du darfst miträtseln. Buch gegen den Kopf. Ich weiß nicht, dein komischer Bodyguard hier macht die ganze Zeit irgendwelche Faxen. Ja, der benimmt sich auch währenddessen. Ja, okay. Ja, dann soll er hier auch die Ruhe sein. Ne? Also steht der Handel oder wie? Warte kurz. Ich muss mit meinen Zuschauern reden. Gib dir den Kopf, sobald wir da fertig sind. Ja, okay, alles Freunde, klar. Ich glaube, taktisch gesehen macht das, glaube ich, am meisten Sinn. Ich gehe den Deal ein. Nee, ich esse gerne Karotten. Doch, actually, ich glaub, Karotten ich sind alles das Beste. Essen, nee. Okay. Ich vertraue dir. Und? Du vertraust mir? Okay, alles klar. Dann her mit dem. Wir machen das. Ich habe das hier in der Endertruhe. Sternenbrunnen. Haben. Warte, ich nehme den Kopf auch schon mal raus. Gib mir eine Sekunde. Ja, okay, mach. So, kriegst du dann später. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Entscheidung ist, aber hier ein ist Mann, das Buch. Ein Mann, ein Wort, er hat's gesagt. Er hat's gesagt. Ja, das ist das Buch. Das heißt Sternenbrunnen und ist von mir. Dobald. Das ist kein Plagiat. Das ist das Original. Hat irgendjemand einen Lektern zufällig dabei? Dann kann ich das Kian auch erwarten. Habe ich in der Endertruhe. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich hab Lekterns in der Endertruhe dabei. Ja, ich auch, aber. Kian? Ist mittlerweile sehr wichtig geworden. Ah, hier. So, hier. Kannst auch lesen. Du suchst nach einem Brunnen, du saßt in einzelnen Traum. An diesem Sternenbrunnen erlischt die Zeit, der Raum vergibt. Zu Stein, doch immer wird Wüste sein. Wüste wird immer Wüste sein. So! Grob zusammengefasst war die Lösung von diesem Rätsel bei Unheil 5. Da, wo einst ein Brunnen war, mussten wir den austrocknen lassen mit Sand, was Tobi gemacht hat. Unten haben wir dann 4 Zettel gefunden, die wie ein Lückentext fungieren sollen. Da fehlen also Wörter. Bedeutet, ich habe als einziger und erster Höllenkrieger dieses Rätsel mitlösen können oder ich war zumindest dabei. Was sehr vom Vorteil ist. Als Tobi dann noch gefragt hat, ob es irgendwie noch weitere Rätsel gibt oder ähnliches, habe ich das Buch im Ei erwähnt. Und als wir dann dort angekommen sind, habe ich Tobi gesagt, dass wir den Deal jetzt abschließen sollen und ich meinen Kopf haben möchte. Beziehungsweise seinen Kopf. Und dann ist das passiert. Aber ich glaube, wir sollten mal zu unserer Abmachung jetzt kommen. Ja. Ich will deinen Kopf. Okay, alles klar. Kriegst den Kopf aus meiner Enderkiste, wie abgesprochen. Kannst du haben. Hier. Das ist nicht... Hä? Hallo? Was? Komm her. Das ist Boilers Kopf. Wo ist er hingeflogen? Wo ist er hingeflogen? Wo ist dieser Dreckskerl? Tobi! Nein, 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 wo ist er? Bro, er hat mich einfach komplett gescampt! Nein, 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 nein! Ich brauch seinen Kopf! Ich weiß zwar nicht für was, aber ich brauch halt seinen Kopf! Ich werd mit... Okay. Okay, das nächste Mal wird nicht so gemütlich. Das nächste Mal wird es Gewalt angewendet. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Und die Aufnahme geht jetzt auch schon etwas länger. Aber ich mache jetzt an dieser Stelle einen Cut. Ich Tobi wiederfinden sollte. Im Ende. Bla, bla, bla. Wenn ich Tobi wiederfinden sollte, dann werdet ihr es jetzt direkt im Anschluss sehen. Ich muss seinen Kopf besorgen. Shatawa hat mir gesagt, ich soll seinen Kopf besorgen. Ich weiß zwar nicht, wer oder was Shatawa ist, aber es ist einfach extrem gruselig, weil ich benutze ja immer das Wort Shatawa, wenn ich Mira gerufen habe oder wenn ich Mira rufe. Das mache ich ja immer noch. Das ist ja nichts irgendwie, was jetzt her ist, was irgendwie... Ach, ihr versteht nicht. Ihr versteht nicht, in welcher Lage ich gerade mich befinde. Plus muss ich ja auch noch jemanden verbannen. Oh Gott, es kommt gerade alles wirklich... Alles kommt aufeinander.
Okay, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, es ist mittlerweile ein kompletter Tag vergangen und ich habe hier gerade einfach meinen tollen Freund Josef ausgepupst. Aber ich muss mich jetzt auch beeilen. Ich habe mir einen Plan gemacht. Tobi ist jetzt nämlich online und das Ganze soll stattfinden vor Tobis Hütte. So, wie es auch sein soll, denn ich habe ja die Kraft von Josef und wer sich erinnern kann, sollte die Person mal bei Pischta im Livestream dabei gewesen sein, als er sich ja ausgelockt hat, als ich ihn spaßeshalber angegriffen habe, hat er sofort, ja, kassiert, indem ich ihn eingeboxt habe und da bei Josef reinplatziert habe. Und dasselbe habe ich jetzt einfach mit Tobi vor. Ich buddel jetzt hier ganz schnell ein Loch. Er ist halt einfach online. Ich weiß halt gar nicht, was er gerade macht. Und als Vorwand, das habe ich euch jetzt noch gar nicht erzählt, als Vorwand möchte ich Ihnen davon berichten, was Shatterwar mir im Buch geschrieben hat. Natürlich sage ich ihm das nicht, bin ja nicht doof. Ich weiß jetzt gerade nicht, reicht das hier? Ich mache das einfach noch. Ich mache das so groß wie möglich. Ich will auf Nummer sicher gehen, weil Tobi hat wirklich eine krasse, krasse Rüstung und wenn er noch Enderperlen oder sowas hat, dann haut er mir einfach instant ab. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und hier haben wir ja sozusagen gestern, also für mich ist es gestern, für euch ist es immer noch dasselbe Video, haben wir uns ja hier versammelt mit dem Gerüst als Verhandlungstisch. Das heißt, dieses Gerüst brauchen wir auch gleich irgendwie. Ich habe auch schon alles vorbereitet. Guck mal, ich habe Pistons, ich habe Knopf, ich habe Bruchstein, ich habe alles, was man zum Kopf nehmen braucht. Und ja, mal schauen, vielleicht hat er auch interessante Items dabei. Also seine Rüstung werde ich definitiv auch noch mitgehen lassen, weil ich will unbedingt wissen, was auf seiner Rüstung überhaupt alles immer drauf ist. Sagen ja immer alle, das ist voll OP und alles drum und dran, aber ich will persönlich wissen, was da los ist. So, ich mache das Ganze jetzt hier noch so komplett weg. Oh, ich muss, oh mein Gott, ich hoffe, er kommt nicht, während da noch kein Gras drauf gewachsen ist. Der wird sich ja todeswundern, wenn da plötzlich so ein riesiger Fleck von Erde ist. Oh mein Gott, ich muss mich wirklich beeilen. Oh, ich hätte das Inktat-Schaufeln gebraucht, verdammt. Egal, ich mache jetzt hier alles voll mit Josef. Ich mache dann jetzt eben einen ganz kurzen Cut, bis ich hier alles voll gemacht habe. Das braucht nämlich immer ein Stückchen. Wir sehen uns gleich wieder. Schaut mal, wie viele Josefs das jetzt einfach sind. Die kriegen schon Entity-Cramping. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall zumachen. Und ich hoffe, ich werde auf jeden Fall Tobi nicht aus Versehen an der falschen Stelle spliefen. Oh mein Gott, ihr müsst weggehen. Ihr dürft hier gar nicht sein. Warum seid ihr da oben? Wie seid ihr da hingekommen? Das ist gar nicht gut. Okay, und dann muss hier das definitiv noch zu Grünfläche werden. Sonst ist das einfach viel zu auffällig. Oh mein Gott, ich hoffe, er kommt jetzt nicht, Bro. Warum mache ich das vor seinem Haus? Aber ich hoffe, das geht einfach schnell. Ja, Josef, du bist auch so hyped wie ich. Let's go, Alter. Wir warten jetzt auf Tobi und dass das Ganze hier grün werden soll. Bis gleich, okay, Freunde. Freunde, es ist jetzt endlich alles grün geworden. Ich gucke nochmal nach. Die sind alle noch da. Sehr schön. Dann mache ich hier nochmal zu. Ich glaube, das sollte jetzt nicht so auffällig sein. Ich denke, ich kann Tobi jetzt um ein Gespräch bitten wegen dem Buch, was ich von Shatterwar habe. Aber damit er überhaupt nichts weiß, was abgehen könnte, schreibe ich ihn nicht, yo, lass uns bei dir treffen, sondern ich frage ihn, wo sollen wir am besten quatschen? Und so wie ich Tobi einschätze, wird er sowieso vorschlagen, dass wir das bei ihm machen. Also, ja, stelle ich mich mal sorgfältig hier hin und verstecke mich mal ganz kurz und schreibe, Tobi, bist du da? So, dann frage ich ihn mal kurz, ob er überhaupt da ist, weil vielleicht ist er auch gerade AFK, keine Ahnung. Vielleicht habe ich mir gerade unnötig hier selbst viel Druck und Stress gemacht und weiß überhaupt gar nicht, was hier abgeht. Oh, er hat geantwortet. Okay, er ist nicht AFK, er ist nicht AFK. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, was ist? Ich weiß, dass du sehr neugierig bist wegen dem Buch und warum ich deinen Kopf benötige. Können wir darüber quatschen? Kein böser Hintergedanke, ehrlich. Es geht um das Wohl der Insel, sage ich jetzt einfach. Okay, kauft er mir das ab? Kauft er mir das ab? Das ist jetzt die Frage. Kauft er mir das ab? Ich hoffe, dass er mir das abkauft. Ich glaube, ich habe es ziemlich solide geschrieben. Ah, ich weiß, dass du sehr neugierig bist. Okay, Freunde. Ja, der Grasblock ist gerade, also der Dirtblock ist gerade zum Grasblock geworden. Ich hoffe, Tobi antwortet. Ich habe einen ganzen Tag jetzt einfach damit verbracht, zu überlegen, was könnte ich machen? Welche Falle könnte ich ihm stellen?
Und ich finde, das ist eine ziemlich praktische Lösung. Wir haben das Rätsel gelöst. Ich bin der einzige Höllenkrieger, der weiß, wie das Rätsel da funktioniert hat. Und jetzt muss nur noch das funktionieren, dass ich die Erwartungen von Shatterbar gerecht werde. Wer auch immer Shatterbar ist, ich hoffe, das finde ich irgendwann noch heraus. Eher ungern, aber komm zu meinem Haus, wenn du reden willst. Alles klar. Bis gleich. Ich komme dorthin. Da fliegt er, da fliegt er, da fliegt er. Darf ich ihn nicht sehen, darf ich ihn nicht sehen. Ist er hier? Oh. Nee, er ist nicht hier, aber er kommt gleich, warte. Alles klar. Okay. Hallo. Oh, da bist du auch schon. Hallo, Kiro? Tobi, Alter, was geht, Mann? So, was genau willst du jetzt von mir, Bro? Der Scammer mit der Null im Gesicht. Sehr schön. Das Scammer, sagst du? Ja, der Scammer. Ich hab dich doch gar nicht gescammt. Ja, natürlich hast du gescammt. Also mit der Karotte wieder. Oh, Moment. Mit der Karotte? Wieso hab ich dich gescammt? Oh. Ich hab doch gesagt, ich gebe dir den Kopf aus meiner Enderkiste. Da ist nur der eine drin gewesen. Ja, und was hast du mir davor gesagt? Ich hab gefragt, ob du deinen Kopf besitzt. Da hast du ja gesagt und dass ich gesagt habe, dass ich deinen Kopf brauche. Das sind aber zwei unterschiedliche Fragen. Aha. Hast du deinen Kopf und gibst du mir den? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ja, ich hab gefragt, hast du deinen Kopf? Und ich hab gesagt, ich brauche deinen Kopf, ja? Und dann scammst du mich einfach. Und dann hab ich gesagt, ich gebe dir den Kopf aus meiner Kiste. Ja, toll. Und das war dann Beulis Kopf. Das hast du mal wieder sehr toll gemacht. Ja, egal. Ja, ich will mich jetzt nicht unnötig über dieses Thema streiten. Du hast mich abgezogen. Passt. Okay. Fertig. Bla. Aber weißt du überhaupt, was ich eigentlich sage, wenn ich Mira rufe? Du laberst irgendwelches komisches Zeug da. Ja. Dieser Zombie, der nervt übelst. Ich sage Mira, Mira, Shatawa Mira. Erhöre. Okay. Das klingt aber ganz anders. Das klang gerade auch immer so edel. Ja, ich bin auch ein edler Herr. Bin ich von dir gar nicht gewohnt. Aber na, weiß nicht. Hör mir zu. Hör mir ganz genau zu mit deinem Nullerohr. Ja. Und zwar, das Problem ist, warum ich glaube, dass... Was will er? Warum ich glaube, dass das Wohl von der Insel vielleicht gefährdet sein kann. Und warum ich deinen Kopf brauche, weiß ich selber ehrlich gesagt nicht. Aber... Ich habe ja von einem Buch erzählt und ich habe ja gesagt, dass es dich überhaupt nichts angeht, was in diesem Buch steht. Ja, zeig her das Buch. Zeigen kann ich es nicht, aber weißt du, wer der Interpret davon ist? Wer das geschrieben hat? Original. Aha, wer denn? Shatawa. Ja, zeig her. Ja, ich zeig's dir hier unten. Oh mein Gott. Ja, ich hol mir deinen Kopf einfach ganz alleine. Ich hol mir deinen Kopf einfach selber. Ich habe da gar keine Lust drauf, weiter nochmal gescampt zu werden. Oh, ganz normal. Ganz bestimmt. Nochmal, Josef, nochmal. Oh mein Gott, machen die viel Schaden. Was ist das? Da waren eigentlich noch viel mehr drin, aber ich glaube, es sind viele Despawns in der Zeit. Ah! Noch mehr. Die machen so viel Schaden. Ich habe gerade keine Schaufel in meiner Tasche. Ja. Warte, ich mach zu. So, Fulbright, geht mal bitte weg. Hab ich hier. Nein, wo ist mein Wassereimer eigentlich? Egal, Moment. Ich krieg das hin. Geh weg! Was macht ihr? Geh mal weg! Okay, warte. Es herrscht Zeitdruck! Was mach ich? Geh weg, Josef, bitte! Bitte, wo ist mein Wassereimer da? Bro, ich bin blind. Geh weg. So, warte, was hat er überhaupt hier drin? Ich nehme auf jeden Fall seine Rüstung weg. Oh, was soll der Scheiß? Oh mein Gott. Geh weg. Josef, sind immer noch da. Ja, nix Drecksviecher. Ja, guck dein Gesicht an. Doch, so. Richtige Drecksviecher sind die. Relikt des Springers? Geh weg von meinem Zeug, Mann. Wieso kann ich das nicht nehmen? Was ist das? Das ist meins. Ja, das ist deins, aber was für Relikt, Alter. Das sieht cool aus, aber ich kann es nicht nehmen. Kannst du mal deine Viecher hier zurückpfeifen, bitte? Hallo? Oh nein. Weißt du, was lustig ist? Ich habe sogar einen Originalkopf bekommen. Ich habe jetzt zwei deiner Köpfe. Nein, oder? Ja, Dein Ernst? Hab ich. Ich habe zwei Köpfe. Bei einem steht dran, getötet von Kiro de Chico. Vom Allerechten! Bro. Shatawa wird glücklich sein. Oder? Ja, so. Jetzt mal Spaß beiseite. Weißt du überhaupt, was für eine Chance das ist, so ein Ding zu kriegen?
Keine Ahnung. Wie viel? Sag's mir. 5%. Ja, siehst du, ich habe die 5%. Shatterwars Weg ist also der richtige. Das Boah, ist gib mir wenigstens einen davon wieder. Gib mir wenigstens einen davon wieder. Mal schauen. Hey, warum haust du mich? Ich wollte gerade abhauen, Alter. Wir hören uns, Alter. Gib mir das wieder. Ich hoffe, du hast nichts anderes genommen, Bro. Dein Relikt gegen deinen Kopf. Sonst kannst du dich gehackt legen. Mal schauen, ob du deinen Kopf wieder kriegst. Lass mich einen Abgang machen. Ich wollte einen coolen Abgang machen. Tschüss. Freunde, was ist hier gerade passiert? Ich habe einfach zweimal Toba ins Kopf und einer davon ist dieser seltene Richtige. Das heißt, Shatawas Weg ist einfach unergründlich. Hier, da steht's. Getötet von Kiru de Chiku. Checkt ihr eigentlich, was... Und ich habe seine Goldäpfel gerippt, Digga. Ich habe jetzt einfach... Oh mein Gott, ich muss welche in meine Ender Chest unbedingt absafen. So, der Rest von seinem Zeug ist mir jetzt egal gewesen. Was ist jetzt eigentlich mit seiner Rüstung? Explosionsschutz 4, Feuerschutz 4, Schutz 5. Ja, natürlich war die komplett ercheatet, Alter. Das ist noch aus seinen Admin-Zeiten, aber die gehört jetzt mir einfach. Die gehört jetzt mir. Warte mal, ich mache hier eine separate Chest einfach. Also eine separate Schalker-Chest. Hier, Kirus das, Kirus dies, Kirus Zeug. Jetzt ziehe ich einfach... ich habe einfach Tofis Rüstung. Und jetzt muss ich auch noch ganz schnell hier die zwei Goldäpfel-Stacks einspeichern. So. Und da haben mich einfach alles gesaved. Shatterwar, ich hoffe, du hast es gesehen. Ich hoffe, du weißt, dass ich jetzt einfach Tobis Kopf besitze. Ich muss den Safe hier einmal da reinmachen. Und den anderen erglitschten Kopf tue ich hier rein. Der ist nämlich nicht so wichtig. So, vielleicht gebe ich ihn auch Tobi wieder. Aber da müssen wir einen Handel eingehen. Einen ganz, ganz wichtigen Handel. Oh mein Gott, Freunde, ich bin gerade richtig... Also mein Herz ist gerade richtig am Rasen. Das müsst ihr verstehen, was das eigentlich hier für eine Sache ist. Tobi ist als Spieler noch nicht einmal gestorben. Nicht durch irgendjemand, durch irgendwelche Hände gestorben. Und ich habe einfach einen Originalkopf bekommen mit einer prozentualen Chance von 5%. Er war einfach da drin. Das ist viel zu verrückt. Das ist einfach, das ist das hundertprozentige Zeichen, dass Shatterbar findet, dass ich das richtig gemacht habe. Und jetzt habe ich einfach Tobis OP-Rüstung. Die muss ich unbedingt umfärben mit dem ganzen... Warte mal, ich habe ja hier... Habe ich noch die Schmiedevorlage. Ich werde das einfach alles tarnen. Er hat sie nicht mal benannt. Er hat seine Rüstung nicht mal benannt. Warte mal, wie teuer wäre es, sie umzubenennen? Ein Level. Das ist perfekt. Ich muss nicht mal viel Level aufbrauchen dafür. Ich werde die einfach komplett umbenennen und so tun, als wäre das einfach immer noch meine Rüstung, damit die anderen überhaupt nicht schnallen, was Sache ist. Das ist ja viel zu gut. Shatterbar, ich hoffe, du hast gesehen, was ich getan habe. Oh mein Gott, Freunde, wie wird das weitergehen? Was wird als nächstes passieren? Als nächstes muss die Verbannung passieren. Oh Gott, ich habe da gar keine Lust. Oh mein Gott, ich bin gerade zwischen hyped und jetzt bin ich plötzlich wieder traurig. Egal, Freunde, wenn ihr überhaupt nichts mehr verpassen wollt, zeigt es mit einem Like, abonniert gerne und haut die Glocke komplett kaputt.